Willkommen zurück bei The Evil Within 2. Jetzt geht's wieder ab durch den Spiegel. Wir bahnen uns den Weg durch die Festung auf der Suche nach Lilly und werden uns bald Pater Theodor stellen. Erstmal gekonnt die Tür auflatschen und dann feststellen, dass wir in einem falschen Raum sind. Scheiße. Ich hätte hier vorher links abbiegen müssen. So, mal schauen, was haben wir noch alles am Start? Ja, grünes Gel haben wir auf jeden Fall, Waffenteile auch. Dafür haben wir keine hochwertigen Waffenteile und wir haben auch leider kein rotes Gel. Das heißt, wir können im Moment wirklich nichts mehr verbessern. Ist natürlich ein bisschen schade. Ach so, es geht immer höher. Mhm. Kriegen mich nicht klein. Was der immer mit seinen Visionen bezwecken will, der Vogel. Sebastian Castellanos kriegt nichts klein. Nach dem Horror, den wir ja im ersten Spiel erlebt haben, schockt uns das hier auf keinen Fall. Alles klar. Mal wieder ein kleiner Arena-Kampf. Naja, egal. Die Typen von hinten anzugreifen ist natürlich so eine Sache, aber wenn die brennen, ist das natürlich scheiße. Aber jetzt bei dem habe ich auf jeden Fall erstmal Glück gehabt. Aber hier waren noch mehr. Ah ja. Du bist ein One-Hit. Oh, scheiße. Irgendwer hat mich ja noch gesehen. Na, fangen wir uns doch. Wo ist er denn? ...200% Crit-Schaden. Damit hast du nicht gerechnet. Läuft eigentlich echt geschmeidig. Hier oben haben wir erstmal nichts. Ich clean erstmal komplett die Area. Und dann laufe ich weiter. Hier müssten sich jetzt auch noch ein oder zwei Göttinnenstatuen befinden. Wir hätten natürlich auch diesen Tank hier nutzen können, um die Jungs hier einzufrieren, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Das können wir hier untersuchen. Ach so, da lag was. Na, Kollege. Ey, das klappt ja heute wie am Schnürchen. Ein Kopftreffer sofort down. Astrein. Ich glaube, das war's dann auch schon. Hier können wir wieder was untersuchen. Okay, das waren Waffenteile. Da hinten liegt noch eine Flasche. Gut, die können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, Sebastian, hier müssen wir aufpassen. Hier tropft was runter. Aber das Tor ist immer noch nicht auf. Entweder gibt es dafür einen Schalter oder wir müssen wirklich alle Gegner hier klar machen. Da hinten liegt noch irgendwas. Vielleicht ist hier vorne noch irgendwie was. Ja. Pistolenschuss? Gut, muss ich erstmal meine Waffe wieder nachladen. Aber so schwer ist das ja auch nicht. Habt ihr ja gesehen, wenn ihr die voll aufgewerteten Waffen habt,
dann fetzt das richtig. Zumal auch 200% Schaden und 200% Crit-Treffer in der Pistole drin stecken. Was war das? Ich habe gedacht, hier ist jemand. War das gerade eine Verarsche? Oder war das über uns? Okay, der hat es auf jeden Fall hinter sich, aber die Harpunen, der da zu stecken hat, die kann ich nicht nutzen. Na, Kollege, hast du Kopfschmerzen? Tja, mit einem halben Kopf läuft sich das natürlich nicht so gut. Okay, jetzt ist das Tor offen. Und da haben wir auch schon wieder neue Gegner. Tolle Nummer. Aha, na guck mal einer an. Ein weiterer Leichenschrankschlüssel, sehr schön. Ein kleines Kräuterli. Was haben wir hier vorne? Ah gut, eine Pulle. Was soll ich damit machen? Jetzt sind ja schon wieder drei Gegner hier am Start. Einer ist noch, du musst gar keine Mucken machen da oben. Ah, scheiße. Komm, Sebastian. Okay, ich glaube, das war's. Waren hier nicht drei? Müsste ich nicht dreifache Loot haben? Hm, na gut, egal, dann hat er wohl nichts gehabt. Schade. Alles klar, das war's dann erstmal. Dann gehen wir jetzt durch das Tor und dann die Treppe hier hoch. Union kontrollieren. Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrolliert man die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht. Einem Arschloch zu helfen, Arschlöcher wie die zu besiegen oder zu dienen, auch geil. Das hast du richtig geil ausgedrückt, Basti. Finde ich ja gut. So, da war nochmal ein Metallrohr. Hier hätten wir auch nochmal ein Metallrohr. Gut, der gute Mann fliegt jetzt von der Wand. Irgendwas ist hier, glaube ich, noch drin. Weitere Nägel. Ja gut, dadurch, dass wir jetzt das rote Gel haben, könnten wir uns demnächst, sollten wir mal wieder auf einen Spiegel treffen, auch wieder ein bisschen was verbessern. Oh, jetzt muss ich wieder X triggern. Scheiße. Alles klar, schon kommen wir durch. Hier überall Leichen rum. Hauptsache, hier kommen keine Fallen. Das wäre echt scheiße. So wie es ausschaut, müssen wir immer weiter nach oben. Ich gehe erstmal hier rein. Hier gibt es nichts. Vielleicht gibt es da vorne in dem Raum noch einen Spiegel. Wäre ja gar nicht so abwegig. Theodors Manuskript 2. Eine weitere Information und wie immer lese ich diese nicht vor. Da haben wir eine Spritze. Okay, damit können wir nichts anfangen. Okay, da ist der Spiegel.
Naja, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der cleverste Detective im ganzen Land? Gehen wir mal rein. Und mal schauen, was wir jetzt noch verbessern können. Wir haben eigentlich soweit alles. Explosivbolzen sind auch voll. Mal schauen, bei der Waffenverbesserung habe ich euch ja bereits gesagt, wir haben hier 200% Schaden. Und kritisch haben wir auch. Okay, es sind nur 60%. Wie kam ich denn auf 200? Ich habe das, glaube ich, ein bisschen verwechselt. Naja, gut. Spielt keine Rolle. Scharfschützengewehr auf 200% würde uns 960 Waffenteile kosten. Da ich diese Waffenteile nicht habe, könnte ich die natürlich woanders reintun. Aber wo mache ich das? Magazingröße ist bei allen Waffen voll. Hochwertige Waffenteile habe ich auch nicht. Sonst hätte ich die Magazingröße von dieser Waffe noch ein bisschen erhöht. Bei der Armbrust, ja gut, was nehmen wir da immer? Schockbolzen machen wir eigentlich auch nicht, nee. Wir können nicht so wirklich was machen. Wie viel Geld habe ich? 13.000. Naja gut, schauen wir nochmal. Und wir haben ja auch noch einen Leichenschrankschlüssel. Detective Castellanos. Immer ein Vergnügen. Ganz meinerseits, Schwester Tatjana. So, was können wir denn hier öffnen? Oh, ganz toll. Ich ziehe immer die Arschkarte bei diesen Schließfächern. Nie sind da gute Sachen drin. Athletikheilung ist voll. Ah, bei List könnten wir jetzt Raubtier machen. Wir hätten auch 13.000 Gel dafür. Was haben wir hier noch für krasse Sachen? Synaptischer Fokus, 75.000, na klar. Kugelhagel können wir uns auch nicht holen. Mhm. Naja, okay. Machen wir mal. Ich mache jetzt mal trotz 2. Erhöht deine Schmerztoleranz, sodass du Angriffe überleben kannst, die andernfalls mehr als genug Schaden verursachen, um dich zu töten. Dann ist das auch mal voll. Und mehr können wir leider nicht verbessern. Jetzt brauchen wir echt eine Menge grünes Gel. Ein paar Dias habe ich, glaube ich, nicht mehr. Dann geht es erstmal wieder zurück und dann gehen wir weiter. Das ist natürlich das Geile. Wenn wir sprinten und wir rennen auf eine Tür zu, dann tretet Sebastian die automatisch ein. Ah ja, das ist wie im ersten Teil, wo wir gegen die Schwester von Ruvik gekämpft haben, die auch nur, also wer den ersten Teil gespielt hat, weiß auf jeden Fall, dass seine Schwester, die ab und an im Spiel immer aufgetaucht ist, nur durch Feuer verwundbar ist. Und da mussten wir gegen Ende hin, also bei dem letzten Kampf gegen sie, auch immer solche Schalter hier betätigen, damit wir sie Stück für Stück verbrennen konnten. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach so, und auf einmal jetzt geht es, wa? Natürlich. Hinter uns musst du wahrscheinlich erst die Tür zugehen, ja? Ja, wie immer. Es gibt keinen Weg zurück. Ja, ich habe das jetzt mit dem Anschleichen aufgegeben. Dadurch, dass ich so viel Munition habe, kann ich hier ruhig mal einfach mal reinrennen und losballern. Mal schauen, gibt es hier vorne noch einen Schalter? Nee, sieht nicht danach aus. Man kann hier auch wirklich leicht was übersehen. Na gut, den kann man nicht übersehen.
Ich werde mal diesen Schalter schon betätigen. Aha, aha. Ja, du hast keinen Kopf mehr. Du kannst dich schlafen legen. Immer nur 300 Gel. Ist ein bisschen mau, wie ich finde. Oh, wo kommt er denn her? Der muss ja aus dem Raum rausgelaufen kam oder gekommen sein. Oh, 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 oh. Oh, was haben wir denn hier? Eine weitere Tasche. Tasche für Pistolenmunition. Sehr schön. Eine gibt es natürlich noch. Dann können wir insgesamt 60 Schuss mit uns führen. Und hier muss ich ganz schnell durch. Ja, ist für Schrotmunition. Schade. Okay, das scheint es hier irgendwie gewesen zu sein. Es gibt nur noch dieses Rad hier. Ich glaube, damit kann ich hier die Flammen ausschalten. Ja, nee. Nee, doch nicht. Aber das muss irgendeinen Effekt gehabt haben. Wahrscheinlich in dem Raum hier vor. Oh. Hallo Jungs. Geile Scheiße, habe ich gleich alle erwischt? Ne, der ist noch am Start. Ne, der ist auch schon hin. Was? Drei Idioten und nur ein Drop? Oh, ist aber ein bisschen mau. Na gut, okay, der eine hat hier noch Schießpulver. Was bewirkt der Schalter? Ach, der macht das Tor zu. Nee, Sebastian, mach mal das bitte wieder auf. Scheiße, ich wollte da noch rein. Ach komm, Basti, mach doch mal den Schalter hier wieder. Fuck, das geht nicht. Wehe, wenn da hinten jetzt was gelegen hätte. Ja, ganz genau. Das ist wie im ersten Teil. Da gab es auch diese Rohre, wo man gesehen hat, wo das Feuer denn lang führt. Okay, wir sind auf jeden Fall erstmal auf einem guten Weg. Es sieht nicht so aus, als würden wir jetzt hier was vergessen haben. Wir hätten so oder so rumlaufen können. Aha. Falls ihr euch wundert, warum ich die Kameraperspektive immer so schnell ändere, ich gucke einfach mal oben auf die Rohre drauf, denn ich glaube, da könnte sich auch noch irgendwo eine Statue dann befinden. Scheint nur noch einen Weg zu geben, also wirklich labyrinthmäßig ist das hier nicht gestaltet. Aha. Da ist mal wieder eine Statue.
und ein weiterer Leichenschrankschlüssel. Ich habe euch ja schon so oft gesagt, umgucken lohnt sich einfach. Okay, hier wurde jetzt ein Kontrollpunkt gesetzt. Wir haben jetzt 29 von 32 Leichenschrankschlüssel. Und da es ja in dem Apartment von Sebastian auch noch diesen Schießstand von Schwester Tatjana gibt, möchte ich sagen, gibt es dort noch mindestens 2 oder 3 Leichenschrankschlüssel. Also haben wir, glaube ich, jetzt alle im normalen Spiel gefunden. Es sei denn, es gibt hier doch noch irgendwo einen. Oder ich habe einen vergessen. Na, ganz tolle Nummer, Basti. Jetzt hast du dich selber eingesperrt. Oh nein, nicht die Viecher. Scheiße, wie viel Schuss fressen die denn? War's das schon? Na, wartet mal. Oh, scheiße, ich wollte gerade noch die schönen Sprengpfeile reinnehmen. Okay, dann baller ich euch so down. Ich glaube, das war's schon, oder? Tatsache. Das ging mir echt easy mit der Waffe. Ich hatte noch überlegt, ob ich die Explosivpfeile reinnehme. Also wirklich Schuss für die Pistole haben wir jetzt nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Anzahl der Munition für die Pistole so schnell dem Ende neigt. Wir haben bisher im kompletten Spiel eigentlich wirklich immer sehr viel Munition gehabt, davon mal abgesehen. Alles klar. Scheinbar irgendwie wirklich alles gefunden zu haben. Hier gibt es nochmal einen Schockpfeil. Ne, ich glaube, das war's. Alles klar. Dann geht's nur noch nach oben. Ist der Fahrstuhl, den wir am Ende der letzten Folge schon gesehen hatten. Okay, hier gibt es irgendwo einen Resonanzpunkt. Der scheint sich irgendwie in einem höheren Stockwerk zu befinden. Alles klar. Gut, hier ist nochmal ein Spiegel. Da hüpfe ich nochmal schnell rein. Dann stelle ich mir noch ein bisschen Pistolenmunition her. Und das war's dann auch. Wir können uns nichts weiter herstellen. Sollte eigentlich auch reichen. Wie viel Gel haben wir noch? Ja, 8000. Ja, gut. Wir wissen ja nun mittlerweile, dass wir viel mehr Gel brauchen, als wir haben. Und rotes Gel haben wir auch nicht. Also kommen wir da erstmal nicht weiter. Dann gibt es nur noch einen Weg. Und das ist der Weg mit dem Fahrstuhl nach oben. Wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders ist? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie, wenn wir das dem Rätsel begeben.
Er will Lilly vor unseren Augen ermorden. Na, das soll er sich mal trauen. Das wird er nicht hinkriegen. Möge das Gemetzel beginnen. Auch nicht schlecht. Das fängt ja echt gut an. Aber hier waren wir schon mal. Also ich war mal an der einen Stelle, da war ich da unten drin in der Suppe, aber da stand der Theodor irgendwo hier oben, glaube ich. Genau, der stand hier an dem Pult. Ganz tolle Folterkäfige. Ich muss sagen, der hat sich das hier echt gemütlich eingerichtet. Hätte ich auch so gemacht. So schön mit Flammen und alles sowas. Ja, also Scheiß auf Brandschutz. Einfach überall alles fackeln lassen. Aha, hier ist noch ein Resonanzpunkt. Erinnerungsfragmente 20 von 24. Das war jetzt natürlich auch ein Rückblick. Der Pater Theodor, der hat ja auch den Stefano da mehr oder weniger manipuliert, sodass der für seine Machenschaften seine Dinge da abzieht. Das war der Typ, der mit der Kunst immer das gemacht hat, der die Fotos da gemacht hat und der den Möbius-Agenten immer diese Kopfschüsse verpasst hat. Aber den Stefano, den haben wir ja schon lange erledigt. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lilly. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann? Erinnern Sie sich an Beacon? Ja, Sie erinnern sich daran. Oh nein. Wir sind zurück in der Beacon-Nervenklinik. Nein, da ist der Vogel mit der Kettensäge. Scheiße. Na gut, das mit dem Wegrennen, das beherrsche ich schon aus dem ersten Teil.
diese Scheiße satt! Geile Scheiße, diesmal sind wir der mit der Kettensäge. Okay, Basti, dann zieh mal dein Ding durch. Los, komm, Sebastian, genau. Immer Rinder. Nein, nicht schon wieder die Tresor-Klaus-Typen. Oh, verdammte Axt. Die habe ich immer gehasst. Ja. Warte mal. Für dich habe ich noch was ganz Tolles. Und zwar nehme ich jetzt für dich mal schön hier die Sprengbomben. Komm, Basti, nachladen. Ich hoffe, das war's jetzt. Nee, war's noch nicht. Scheiße. Das war's. Scheiße, wie viel kommen hier denn noch? Oh, wo kommt er denn auf einmal her? Er ist direkt hinter mir. Nein, hier ist eine Sackgasse. Oh, fuck. Ich laufe erstmal hier wieder rum. Und oh, hallo, da ist ja noch ein zweiter. Na, ganz toll, ne? Ganz tolle Nummer. Ist der hinter mir? Oh, der ist hinter mir. Okay, aber der ist, glaube ich, jetzt hin. Ich hoffe es zumindest. Na ja, klar. Das war's noch nicht. Was kommt jetzt? Oh nein. Nein, nicht die Alte. Scheiße. Na, warte mal, Bitch. Dafür habe ich den Flammenwerfer. Ich hab dich schon mal verbrannt. Ja. Und tu es wieder. Ganz genau. So. Komm her. Da halte ich jetzt mal richtig drauf. Die Alte ist nur gegen Feuer empfindlich. Oh Scheiße, oh Scheiße. Komm, draufhalten, Basti. Oh nein. Bitte nicht. Oh klar, jetzt klopft sie uns noch die Fresse ein, fast nicht. Ich verstehe nicht, warum die sich da raus befreien konnte. Ich habe da sowas von mit Feuer drauf gehalten, aber wahrscheinlich stand ich auch irgendwie zu nah dran, ne? Na egal, machen wir es nochmal. Die Alte kriegen wir schon down. Die habe ich so gehasst im ersten Teil. Ich habe dich schon mal verbrannt. Und tu. Und tu es wieder. Ganz genau, Basti. Jetzt müsste ich eigentlich weit genug wegstehen. Ich halte jetzt einfach nur noch gedrückt. Mal schauen, was passiert.
War es das noch nicht? Okay, das war es irgendwie noch nicht. Scheiße. Aber das war's jetzt. Gott sei Dank. Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Ganz tolle Nummer. Pater Theodor ist hin. Ich hätte gedacht, wir müssen gegen ihn so kämpfen. Und Sebastians Frau, die irgendwie von irgendeiner Macht oder von irgendeiner Kraft besessen ist, die hat das ganze Gebäude hier in Schutt und Asche mehr oder weniger gelegt. Und sie hat natürlich auch wieder ihre Marshmallow-Spur hinterlegt. Wo müssen wir jetzt lang? Runter kommen wir nicht. Nee, da geht's nicht weiter. Da liegt auch nichts mehr. Und hier vorne liegt auch nichts mehr. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Kapitel 15. Das Ende dieser Welt. Suche Myra. Okay. Das machen wir. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich finde, wir sind ganz gut vorangekommen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich wie immer in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Evil Within 2.